Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Geis, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Digitalpakt, geschlossen zwischen dem Bund und den Ländern, ist eine notwendige Maßnahme und Initiative des Bundes, um Hessens Schulen technisch und medienpädagogisch ins Jahr 2019 zu katapultieren. Die Frage, ob die Idee hinter dem Digitalpakt sinnvoll ist, stellt sich mir nicht. Hessens Schulen haben dringend Nachholbedarf bei der Ausstattung, bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonal und bei der Entwicklung und Umsetzung medienpädagogischer Konzepte. Danke schön. Welche Frage sich mir aber allemal stellt, ist, ob der Digitalpakt in seiner jetzigen Form hilfreich ist. 372 Millionen € hat der Bund insgesamt für Hessen zur Verfügung gestellt, nachdem die Hessische Landesregierung ihre Blockade gegen die Änderung des Grundgesetzes aufgegeben hat. Wir haben es eben gehört und schon mehrfach, Hessen stockt auf 500 Millionen € auf. Davon fallen im Durchschnitt 540 € auf jeden Schüler bzw. Schülerin für den Zeitraum von 5 Jahren. Und wie Herr Promny es festgestellt hat, ist es heruntergebrochen auf ein Jahr durchschnittlich 108 € pro Schülerin bzw. Schüler. Ist das wirklich ein fairer Beitrag, wenn man bedenkt, was eine technische Ausstattung, laufende Kosten, Unterrichtsmaterial und Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer kosten? Ich sage eher nein. Aber genug zu den Zahlen, davon haben wir heute wirklich schon hinreichend gehört. Kommen wir zu den inhaltlichen Schwächen, denn aus meiner Sicht hat der Gesetzentwurf Schwächen und Lücken, die dringend der weiteren Ausarbeitung bedürfen. Mir bleibt bisher völlig unklar, wie in Hessen die Digitalisierung der Schulen weitergehen, geschweige denn gelingen soll. Und Gespräche mit den Beteiligten in den Kommunen und Schulträgern zeigen auf, dass auch diejenigen, die den Digitalpakt umsetzen müssen, nicht wissen, wie das geschehen soll. Ein Gesetzentwurf, der rein über die Verteilung von finanziellen Mitteln informiert, ist nicht lösungsorientiert genug und damit nicht wirklich hilfreich. Klappern wir doch ein paar inhaltliche Punkte ab, die bei mir und sicherlich auch bei vielen anderen Fragen aufwerfen. Der Zeitplan ist aus meiner Sicht sehr ambitioniert, und es fehlen dafür Rahmenvereinbarungen mit Schulträgern wie auch die dringend notwendige Förderrichtlinie, ohne die eine zügige Umsetzung nicht machbar ist. Zudem muss geklärt werden, welche Schulen über welche Bestände verfügen, da die Situationen an den Schulen völlig unterschiedlich sind. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass einige Schulen einen enorm hohen Nachholbedarf an digitaler Modernisierung haben und somit auch mehr Mittel ausschöpfen müssten als andere Schulen. Es fehlen derzeit Mindeststandards für die technische Ausstattung, landesweite Richtlinien, einen Orientierungsrahmen für die Neukonzeption und Weiterentwicklung der Medienbildungskonzepte der Schulen, also ein landesweites medienpädagogisches Konzept für unsere Schulen. Ich möchte auch noch auf das Thema der Evaluation eingehen. Die sach- und fachgerechte Bewertung soll Aufschluss über den Erfolg oder Misserfolg des Prozesses geben. Wie wird geprüft, dass Mittel vollständig und sinnvoll eingesetzt werden? Was passiert, wenn die Mittel nicht ausreichen und mehr Bedarf entsteht? Und wie wird sichergestellt und überprüft, dass die Umsetzung auch wie geplant abläuft? Auch hier würde ich mir etwas mehr Liebe zum Detail wünschen und vor allen Dingen eine nachvollziehbare und funktionstüchtige Strategie des Landes Hessen. Und noch ein letzter Punkt zum Schluss. Eine der größten Fragen aus meiner Perspektive ist die Zukunft des Digitalpakts. Auch das hat Herr Promny angesprochen. Was geschieht nach 5 Jahren? Läuft der Pakt nach 5 Jahren aus? Wo liegt die Zukunft der Schulen im Hinblick auf Digitalisierung und Medienpädagogik? Denn Digitalisierung ist ein sich stetig wandelnder Prozess. Technik veraltet, neue Techniken erscheinen auf dem Markt. Zusätzlich muss die Ausstattung in Schulen stets gewartet werden. Dies erfordert einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Der mir vorliegende Gesetzentwurf trifft keine Aussagen zur dauerhaften Finanzierung bzw. zur Verstetigung der Mittel. Und gerade die digitale Ausstattung braucht regelmäßig Updates.
Mir stellt sich außerdem die Frage, wie die schwarz-grüne Landesregierung im letzten halben Jahr in Sachen, was die schwarz-grüne Landesregierung im letzten halben Jahr in Sachen Digitalisierung gemacht hat, wenn es jetzt noch ein knappes halbes Jahr gebraucht wird, um überhaupt starten zu können. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt Fragen über Fragen. Unzähliges ist ungeklärt oder schwammig formuliert. Es wurde vieles nicht zu Ende gedacht, und es herrscht insgesamt bei allen Akteurinnen und Akteuren große Verunsicherung, wohin die Reise geht. Es fehlen Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, und es existieren keine klaren Ansagen zur Entwicklung von Schulmedienkonzepten. Ich erwarte, dass sich die Fragen in naher Zukunft klären und Unsicherheiten auflösen, damit ich und auch viele weitere eine bessere Vorstellung davon haben, wie der Digitalpakt die hessischen Schulen endlich aus der Kreidezeit herausholen möchte. Kommen wir zum Fazit. Wir werden zustimmen, weil das Geld endlich fließen muss. Die Schulen und die Schulträger warten schon zu lange, zumal lange bekannt war, dass der Pakt kommt. Wir werden den weiteren Prozess sehr wach begleiten und erwarten eine regelmäßige Berichterstattung in den Ausschüssen. Der FDP-Antrag, der Antrag der FDP gefällt uns gut, denn er kommt zum Punkt, weswegen wir auch ihm zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Geis. Das Wort hat Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Umgang mit der Digitalisierung im Bildungsbereich ist eine permanente Aufgabe. Eine stetige technische Entwicklung, neue Anforderungen im Bereich der beruflichen und akademischen Bildung, neue gesellschaftliche Phänomene fordern Schule ganz besonders heraus. Daher ist aus Sicht von uns GRÜNEN die Annahme des Digitalpaktgesetzes heute ein wichtiger Meilenstein, aber eben auch ein Zwischenschritt, dem noch weitere folgen müssen. Und mit dem Antrag betreffend die digitale Schule Hessen haben wir auch bereits deutlich gemacht, dass wir die Digitalisierung in unseren Schulen als Prozess ansehen. Der Antrag wurde von uns bewusst parallel zur Gesetzesberatung eingebracht, um deutlich zu machen, dass das Programm Digitale Schule Hessen für uns untrennbar mit dem Digitalpakt zwischen Bund und Ländern verbunden ist. Und wenn dann heute von verschiedenen Rednern gefordert wird, man bräuchte ein pädagogisches Konzept und das alles müsste in Fortbildung eingepasst werden, dann empfehle ich Ihnen noch einmal zur Lektüre die Drucksache 20844, eingegangen am 18. Juni dieses Jahres, in dem wir all das schon skizziert haben und das übrigens von den Anzuhörenden in der Anhörung sehr positiv bewertet wurde. Ich will aber ganz klar sagen, dass die Erhebung des heutigen Antrags zum Gesetz ist ein ganz wichtiger Meilenstein für die Schulträger, insbesondere für die kommunale Bildungsinfrastruktur, wird hier ein Programm freigegeben, das vorbildlich ist. Mit dem Gesetz werden nämlich die Schulträger, nicht nur die kommunalen, sondern alle, in die Lage versetzt, Millionen Investitionen im Bereich der Digitalisierung zu unternehmen. Die von Land und Schulträgern gemeinsam geleistete Überfüllung von 25% statt 10% bei der Förderung ist unter den Ländern als vorbildlich zu werten. Wir schaffen weit mehr, als wir müssten, und sorgen damit für großartige Entwicklungsmöglichkeiten an unseren Schulen. Und das sahen im Übrigen auch die Anzuhörenden so. Ich zitiere Frau Prof. Dolle, Zentrum Lehrerbildung Gießen. Der zweite Punkt ist, dass der Digitalpakt Schule aus Sicht der Justus-Liebig-Universität sehr zu begrüßen ist. Der Hessische Städtetag, vertreten durch Herrn Dr. Dieter, wir haben jetzt einen Schub für 4-5 Jahre, der uns hilft. Aber für uns ist das ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind froh, dass wir diese Mittel bekommen. Und der Ganztagsschulverband, Herr Steyhoff, der Ganztagsschulverband begrüßt ausdrücklich das Gesetz, weil es gute neue Chancen bietet.
Sie sehen also viel Zustimmung für unser Vorhaben. Insofern ist die heutige Annahme des Gesetzentwurfs konsequent und ein wichtiger Erfolg für die Schulen in unserem Land. Aber klar ist auch, für sich genommen wäre der Digitalpakt nicht hinreichend. Deshalb haben wir, die Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN, bereits im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, ergänzend zum Digitalpakt ein Programm wie die Digitale Schule Hessen zu entwickeln. Mit diesem werden landesweite Projekte wie ein hessenweites Schulportal, eine Fortbildungsoffensive und eine Begleitung des Programms durch einen Praxisbeirat vorgesehen, und zwar on top. Wir wollen unsere Schulgemeinden, insbesondere unsere Lehrerinnen und Lehrer, stark machen, die Digitalisierung aktiv zu gestalten. Medienkompetenz und Jugendmedienschutz müssen dabei einen hohen Stellenwert in der Lehreraus- und Fortbildung einnehmen. Auch das von uns im Begleitantrag skizzierte Programm der Digitalschule Hessen hat, auch wenn mancher sich noch detailliertere Ausführungen gewünscht hätte, das will ich wohl zugeben, dass das in der Anhörung so gewünscht wurde, hat dieses Programm auch Zustimmung in der Anhörung erfahren. Ich zitiere Prof. Dr. Hortz vom Frankfurter Zentrum für Lehrerbildung. Digitalisierung ist mehr als eine reine Infrastrukturaufgabe. Sie ist nicht einmalig, sondern eine zyklische und in Zyklen wiederkehrende Aufgabe für Aus- und Fortbildung und damit kontinuierlich aufzurufen. Frau Prof. Dr. Dolle, Zentrum Lehrerbildung Gießen. Ich möchte den Vernetzungsgedanken ansprechen, der auch in dem Gesetzentwurf enthalten ist, nämlich dass nicht nur einzelne Schulen gefördert werden, sondern regional, landesweit und auch über die Landesgrenzen hinaus. Es geht darum, die Kompetenzen zu nutzen, Vernetzung weiterhin zu praktizieren und das Rad nicht neu zu erfinden, gerade bei diesem Thema. Und dann möchte ich noch zitieren Herrn Haschler vom Chaos Computer Club. In diesem Zusammenhang ist der Praxisbeirat etwas ganz Tolles, wenn er divers besetzt ist. Und noch einmal, Herr Haschler vom Chaos Computer Club, auf Nachfrage meiner Kollegin Eisenhardt zum Thema Schulportal. Die zweite Frage war, webbasiert oder Desktop-Anwendung? Das ist eine sehr spezifische Frage und hängt für mich an der Bandbreite. Die Welt draußen entwickelt sich eher hin zu Plattformen. Ich glaube, dass das Schulportal, das es in Hessen gibt, sehr viel können muss. Es geht nicht nur darum, dass Schülerinnen und Schüler mit Lehrkräften reden, sondern auch darum, dass sich die Kolleginnen und Kollegen vernetzen können. Das ist wahrscheinlich webbasiert schon das Richtige, würde ich jetzt einmal sagen. Sie sehen also, wir haben mit dem Programm Digitale Schule Hessen wichtige Impulse gesetzt, die notwendig sein werden, damit das Bund-Länder-Investitionsprogramm nicht zu Investitionsruinen führt. Klar ist für uns aber auch, der Einsatz digitaler Medien darf kein Selbstzweck sein, sondern er muss in ein pädagogisches Konzept eingebunden sein. Natürlich macht die Digitalisierung in Ausbildung, Studium und Beruf in der Gesellschaft neue Kompetenzen im Unterricht notwendig. Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, dass der Unterricht der Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert entspricht. Sie sollen alle Chancen der Digitalisierung nutzen können, aber eben auch mit ihren Risiken umgehen lernen. Damit sie ausreichend auf die Ansprüche im späteren Leben vorbereitet werden, bedarf es also eines vernetzten pädagogischen Konzepts. Gleichwohl ist zu betonen, dass auch die bisher verankerten Unterrichtsinhalte gleichbleibend stark vertreten bleiben werden. Der Einsatz digitaler Medien kann dabei sinnvolle Ergänzungen im Unterricht ermöglichen, aber ich muss auch sagen, es sind in diesem Feld auch viele unnütze Spielereien unterwegs. In vielen Fällen ist ein analoges Setting wesentlich erfolgreicher zu bewerten, und wir müssen unsere Schulen stark machen, dass sie zwischen sinnvollem Einsatz und dem weniger sinnvollen Einsatz unterscheiden können. Und um eventuellen Automatisierungsfantasien in der Schule gleich entgegenzutreten. Auch in Zukunft ist und bleibt Lernen ein sozialer Prozess, den Lehrerinnen und Lehrer gestalten, auch wenn Tablet und PC dabei eingesetzt werden. Und auch wenn Kompetenzen rund um die Digitalisierung, beispielsweise Grundkenntnisse im Bereich Programmieren, ihren Rang haben müssen, werden analoge Kompetenzen, die einen umfassenden Bildungsbegriff verwirklichen, für uns unerlässlich sein. Dazu gehört für uns beispielsweise auch Literatur, darstellendes Spiel, Sport, Religion oder Handschrift. Eine gute Bildung bedeutet für uns GRÜNE, dass die jungen Menschen nicht nur Nützliches für Ausbildung und Beruf in der Schule erhalten, sondern auch Anleitung finden,
die sie umgebende Welt zu verstehen und ihren eigenen Platz darin zu finden. Dazu gehört es, immer auch vermeintlich unumgänglichen und sogenannten Megatrends kritisch, aber aufgeschlossen gegenüberzustehen. In diesem Sinne wollen wir eine altersgerechte Digitalisierung, die Anwendung nutzt, die einen wissenschaftlich erwiesenen Mehrwert haben, anstatt blindlings Geld in Spielereien zu verpulvern. Altersgerecht bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass in der Grundschule eher das Erlernen der basalen Kulturtechniken im Vordergrund stehen wird und digitale Endgeräte eine eher untergeordnete Rolle spielen werden. Gleichwohl will ich auch sagen, einen wesentlich höheren Investitionsbedarf sehen wir im Bereich der beruflichen Bildung wie auch im Bereich der Oberstufen. Wir setzen also auf den Einsatz digitaler Medien in der Bildung, der in fundierten didaktischen und methodischen Konzepten hinterlegt ist, anstatt blindlings Geräte anzuschaffen. Im Zentrum des Unterrichts steht für uns weiterhin die Lehrkraft. Sie wird auch in Zukunft entscheidend für die Qualität des Unterrichts sein. Daher ist es unser Ziel, sie stark zu machen, um den Prozess der Digitalisierung im Bildungsbereich verantwortungsvoll zu begleiten. Und natürlich stellt sich die Frage, wie wird das in 5 Jahren weitergehen? Wenn man heute ein Programm für 5 Jahre auf den Weg bringt, dann stellt sich die Frage, wie geht es danach weiter? Und Frau Kollegin Geis, da machen Sie es schon ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, na ja, irgendwie alles, was jetzt positiv ist, das kommt von der Bundesregierung, aber wie es danach weitergehen soll, das interessiert uns mal nicht mehr. Ich glaube, an dieser Stelle muss man genauso wie beim Hochschulpakt dann eben auch definieren, wenn das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dann muss auch klar sein, dass solchen Programmen Fortsetzungen folgen. Dann muss auch klar sein, dass es ein Programm, das dann eben nicht auf die Schulen, auf die Länder abgewälzt werden kann. So geht es nicht, sondern das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die dann eben auch von allen staatlichen Ebenen gemeinsam behandelt werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat der Abg. Degen, SPD-Fraktion. 3,5 Minuten hast du, Christoph. Gell? Also spreche ein bisschen schneller. Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kollegin Geis und ich haben uns abgesprochen, weil wir noch einmal das Augenmerk auch auf Artikel 2 des Gesetzentwurfs lenken wollen, weil es geht ja heute nicht nur um den Digitalpakt, auch wenn man das bei vielen Rednern hätte vermuten können. Es geht auch im Artikel 2 um den Standort der Lehrkräfteakademie. Dieser Standort ist bisher festgeschrieben im Gesetz auf Frankfurt. Und ich glaube, da hat man sich damals gute Gedanken zu gemacht, und das macht auch Sinn. Weil dieser Standort im Augenblick ist ganz nah am Hauptbahnhof in Frankfurt. Auch der hat nicht unbedingt eine Perspektive für immer. Aber ich will deutlich machen, gerade auch noch einmal nach dem Kollegen May, der dazu eben leider gar nichts gesagt hat, es gibt kaum eine Einrichtung in Hessen, wo die Beschäftigten so sehr vom Landesticket profitieren wie an der Lehrkräfteakademie in Frankfurt. Und das Ziel der Landesregierung, diese, und das wurde ausdrücklich in der Anhörung so formuliert, das Ziel, diese Einrichtung weit, weit weg aus Frankfurt zu verlegen, bei allem Positiven am Ziel der Stärkung des ländlichen Raums, dem ich ganz oft offen und positiv gegenüberstehe, macht es für diese Einrichtung keinen Sinn, wo so viele Menschen, die dort beschäftigt sind, mit dem Landesticket klimaneutral anreisen können. Ich finde, gerade die Grünen sollten sich deutlich Gedanken darüber machen, ob sie wirklich diese Standortverlagerung unterstützen wollen. Und deshalb lehnen wir eben diese Streichung im Artikel 2 mit Artikel 2 des Gesetzes ab, damit eben Frankfurt festgeschrieben bleibt und dieses Landesticket weiterhin von den Beschäftigten so genutzt werden kann. Im Sinne auch des Klimas. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, ist es so, dass diese Einrichtung, diese Lehrkräfteakademie von Menschen aus dem ganzen Land im Grunde bespielt wird, nicht nur von Menschen, die täglich da arbeiten, auch von Menschen, die Abgeordnete sind, die an entsprechenden Fortbildungen, Weiterbildungen teilnehmen oder einfach von Studienseminaren, die sich abstimmen. Und unisono haben wir von allen gehört, dass es die Arbeitsfähigkeit der Lehrkräfteakademie massiv beeinträchtigen würde, wenn sie eben aus Frankfurt abgezogen würde und dementsprechend auch im Sinne der Arbeitsgruppen, der Projektgruppen, der Gremien, der Kooperationspartner sollte dieser Standort erhalten bleiben. Auch deshalb lehnen wir eben diesen Artikel 2 im Gesetz ab und sagen nochmals, der Standort muss in Frankfurt bleiben, meine Damen und Herren. Das haben sehr viele der Anzuhörenden deutlich gemacht.
und bitte Sie einfach noch einmal, da nicht leichtfertig hier heute zuzustimmen, weil Sie glauben, es geht eben nur um den Digitalpakt. Es geht hier auch um die Lehrkräfteakademie und deswegen das Appell, das hier sich genau anzuschauen, weil ich glaube, es wäre wirklich für die Lehrerbildung nicht gut, wenn dieser Standort verlegt werden würde. Und deswegen nochmals, wir lehnen diesen Artikel 2, auch wenn wir 1 und 3 zustimmen, Artikel 2 dieses Gesetzentwurfs ab. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat wollte auch ich im Wesentlichen zum Digitalpakt reden. Aber zwei Sätze muss ich jetzt schon einmal als Erwiderung auf das bringen, was der Kollege Degen eben hier vorgetragen hat. Also das Erste ist mal rein faktisch. Wir versuchen in der Tat, ja, diesen Standort am Hauptbahnhof so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Deswegen verhandeln wir auch gerade über eine Verlängerung des Mietvertrages. Aber wer den Zustand dieser Immobilie kennt, und der Kollege Degen kennt ihn auch, der weiß, das kann da nicht von Dauer sein. Jedenfalls nicht für die nächsten 20 Jahre. Wenn man dann die langfristige Perspektive, also über die nächsten 5 Jahre hinaus, in den Blick nimmt, dann muss ich allerdings sagen, ist das, was Sie da vorgetragen, Herr Degen, ein schlagendes Beispiel dafür, so stellt sich die SPD ihr Verhältnis zum ländlichen Raum vor, nämlich ein Non-Verhältnis. Mit der Argumentation, die Sie hier für die Lehrkräfteakademie vortragen, müssten wir alles in den Ballungsraum holen. Da kann im ländlichen Raum überhaupt nichts bleiben, weil die Verkehrsverbindungen in die Metropole natürlich immer besser sind als die im ländlichen Raum. Daran wird nichts etwas ändern können. Und deswegen, da müssen Sie sich schon entscheiden, wollen Sie jetzt ein politisches Bekenntnis abgeben, dann müssen Sie es auch mal konkret machen, oder wird es im konkreten Fall dann doch immer darauf hinauslaufen, dass am Ende eben doch alles im Ballungsraum konzentriert wird. Darauf läuft jedenfalls Ihr Statement aus. Aber jetzt zum Digitalpakt, meine Damen und Herren. Ich habe den Eindruck, dass über die Bedeutung der Digitalisierung in diesem Hause weitgehend Einigkeit besteht. Und deswegen will ich auch nicht zu viel Zeit darauf verwenden, sie in ihren Einzelheiten zu beschreiben. Ich will nur noch einmal an das zentrale pädagogische Versprechen der Digitalisierung erinnern, weil das der Maßstab ist, an dem wir am Ende auch die Umsetzung des Digitalpakts messen müssen, die hier zu besprechen ist. Es geht darum, die individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Das ist im Ergebnis das Generalziel aller unserer bildungspolitischen Maßnahmen. Ich war am Donnerstag, um Ihnen ein Beispiel zu geben, gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin in der Zwischenbilanz unserer Bund-Länder-Initiative zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler. Und was alle Beteiligten dort besonders betont haben, war der Vorbildcharakter, den diese Initiative nicht nur für die Begabungsförderung im engeren Sinne hat, sondern dass sich daraus Erkenntnisse gewinnen lassen, die am Ende allen Schulen für die individuelle Förderung aller ihrer Schülerinnen und Schüler zugutekommen. Und so ist es auch mit der Digitalisierung, meine Damen und Herren. Richtig gemacht werden die neuen digitalen Lehr- und Lerninstrumente unsere Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzen, mit gleichem Aufwand noch viel mehr für die individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler tun zu können. Dafür arbeiten wir, und dafür ist auch dieses Gesetz da, meine Damen und Herren. Das Gesetz setzt den mit dem Bund geschlossenen Digitalpakt um und legt damit die Voraussetzungen für die Etablierung einer modernen, zeitgemäßen technischen Infrastruktur, also sozusagen die Hardware-Grundlage der Digitalisierung. Und das tut es in einer Weise, die, und das stelle ich mit großer Befriedigung fest, in der Anhörung insgesamt auf breite Zustimmung getroffen ist. Was besonders viel Zustimmung gefunden hat, ist natürlich die Besonderheit, die wir nur hier in Hessen geschaffen haben bzw. mit diesem Gesetz schaffen werden, nämlich die bundesweit einmalige Erhöhung des Investitionsvolumens für die digitale Ausstattung auf 500 Millionen € durch die Aufstockung des Landes- und Schulträgeranteils auf 25% der Bundesförderung. Natürlich kann man bei solchen Programmen immer einfach noch mehr fordern. Das ist das übliche Geschäft der Opposition. Und es ist auch klar, dass die Lehrerverbände am liebsten schon jetzt ein Versprechen dahingehend hätten, dass diese Investitionen bis in alle Ewigkeit so weitergeführt werden. Aber was jetzt erst einmal im Raum steht, ist doch ein in dieser Größenordnung bisher einmaliges Investitionsvolumen, das auch die Vorgaben des Bundes weit übertrifft. Und das darf man ja zumindest einmal positiv feststellen, meine Damen und Herren. Ja, das muss man ihm nachsehen. Die Fördermodalitäten stoßen erfreulicherweise ebenfalls weitgehend auf Zustimmung, vor allem, da sie darauf ausgerichtet sind, die unterschiedlichen Bedarfe der Schulformen angemessen zu berücksichtigen.
Wir haben sehr wohl zugehört, beispielsweise der Forderung der Kammern, dass die besonderen Ausstattungsbedarfe unserer beruflichen Schulen noch stärker hervorgehoben werden sollen. Das wollen wir z.B. mit dem vorliegenden Änderungsantrag zum Ausdruck bringen. Die gleichberechtigte Berücksichtigung der staatlich anerkannten Ersatzschulen und der Pflegeschulen bei der Mittelverteilung ist auf allgemeine Zustimmung getroffen. Und die Universitäten begrüßen vor allem die Möglichkeit der Förderung landesweiter und länderübergreifender Maßnahmen und die konzeptionelle Ausgestaltung der Medienbildung. Bei diesem Punkt, also Medienbildung, will ich noch einen kurzen Moment verweilen. Denn wie ich bereits in der ersten Lesung betont habe, ist die technische Infrastruktur, die wir mit diesem Gesetzentwurf regeln, ja nur die notwendige Grundlage, auf die dann die pädagogischen Inhalte aufsatteln müssen. Und insofern bin ich mir mit dem Kollegen Promny vollkommen einig. Das sind halt nur Dinge, die kann man nicht im Gesetz regeln, die muss man parallel regeln. Dafür ist unser Programm Digitale Schule Hessen da. Und wir denken natürlich immer mit der technischen Infrastruktur, die pädagogische Unterstützung, die Qualifikation der Lehrkräfte und die Ausbildung der Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. Und deswegen, meine Damen und Herren, freue ich mich auch über die positiven Reaktionen, die wir dazu in der Anhörung bekommen haben, auch über die konstruktiven Hinweise, die wir gerne auch jenseits des Regelungsbereichs dieses Gesetzes in unserer täglichen Arbeit aufgreifen werden. Das gilt insbesondere für die Lehrkräftequalifizierung, die, und darüber besteht absolute Einigkeit, phasenübergreifend ausgeweitet werden muss. Wir prüfen oder projektieren etwa die Ausweitung von Angeboten zum Einsatz von digitalen Medien im Fachunterricht, die der Hauptpersonalrat thematisiert hat, die Förderung von Medienakzeptanz durch Fachtagungen und Fachforen, eine Anregung der Universitäten, oder die Erhöhung des Fortbildungsbudgets für Lehrkräfte und die Durchführung pädagogischer Tage. Da gibt es kein Tabu, das steht alles auf der Agenda, haben wir auch alles auf dem Schirm. Und wenn es noch irgendwelche zusätzlichen Ideen gibt, dann freuen wir uns darüber natürlich auch. Die werden im Laufe des Fortgangs dieses Prozesses bestimmt noch auftreten. Über die Festlegung technischer Mindeststandards, eine gut verständliche Forderung der Lehrerverbände, befinden wir uns bereits im Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und genauso reden wir natürlich mit den Schulträgern über die Sicherstellung eines professionellen IT-Supports. Lassen Sie uns einfach jetzt einmal in die Umsetzung des Digitalpakts kommen, meine Damen und Herren. Dann werden Sie sehen, dass viele der Dinge, die wir natürlich im Gesetz so in diesem Detail nicht regeln konnten, sich dann in der praktischen Umsetzung aufdröseln werden. Unser Schulportal als digitale Lernumgebung und sichere landesweite Cloud-Lösung hat allgemeinen Anklang gefunden und werden wir daher auch weiter modular ausbauen. Dazu gehören auch, darf ich noch einmal den Kollegen Promny aufgreifen, natürlich die Mailadressen. Dazu gehört auch der Messenger-Dienst, über den wir gestern in der mündlichen Frage gesprochen haben. Also ja, da liegt noch eine Menge auch an Aufgaben vor uns und wahrscheinlich wird das etwas sein, was sozusagen eine dauerhafte Baustelle sein wird, immer weiter etwas auszubauen, immer noch etwas hinzuzufügen, etwas zu modifizieren. Das liegt im Wesen der Digitalisierung, meine Damen und Herren. Es bleibt eben nicht stehen, es kommt immer wieder etwas Neues dazu. Deswegen müssen wir natürlich auch fortlaufend darauf reagieren. Deswegen habe ich auch in der ersten Lesung bereits betont, dass Digitalisierung ein Prozess ist, in dem wir eigentlich permanent werden nachjustieren müssen. Das wissen wir von vornherein, das werden wir im Blick behalten. Und deswegen ist, und das will ich zum Schluss noch einmal besonders hervorheben, deswegen ist uns der Praxisbeirat so wichtig, dass wir Expertise und innovative Ideen direkt aus der Schulpraxis gewinnen, um wirklich bedarfsgerechte Lösungen für die Anforderungen der Praxis zu entwickeln. Und mit all diesen Elementen, meine Damen und Herren, sind wir aber konzeptionell und rechtlich auf einem guten Weg, den digitalen Wandel an den Schulen zu gestalten. Ich bitte Sie dafür um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst der Dringliche Antrag, Fraktion der FDP. Oder kommt der in den Ausschuss? Auch gut, nur langsam. Also dann überweisen wir den Ausschuss, den Antrag 20.1271 an den Ausschuss. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen. In zweiter Lesung, wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt, bitte ich um das, oder auch gesondert wieder. Müsste auch sagen. Ja. Also, dann machen wir getrennte Abstimmung. Also, Artikel 1 des Gesetzentwurfs. Wer stimmt ihm zu? Das ist CDU,
SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die FDP und DIE LINKE. Artikel 2. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? FDP und DIE LINKE. Und Artikel 3. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die FDP und DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf beschlossen und zum Gesetz erhoben.